Hallo und herzlich willkommen bei SwagTap. Natürlich wollen wir auch das HTC One S V einem Gaming-Test unterziehen. Deshalb schauen wir heute einmal, wie es sich in den Spielen Temple Run 2, Dead Trigger und Modern Combat 4 so schlägt. Von den Anforderungen her also immer etwas steigend. Vorab sei gesagt, ich habe das Gerät natürlich eben neu hochgefahren. Heißt, wir haben keinerlei laufende Applikationen, der RAM ist geleert und ich werde die Spiele natürlich immer wieder schließen. Wenn ich zum Beispiel mit Temple Run 2 fertig bin, werde ich es schließen und dann erst mit Dead Trigger anfangen. Ja, die Games sind allesamt nicht auf diesem Gerät vorinstalliert, ihr könnt euch aber Temple Run und Dead Trigger kostenlos im Play Store runterladen und dort könnt ihr Modern Combat 4 kostenpflichtig erwerben. Entschuldigt bitte, falls ich beim Zocken teilweise etwas unglücklich wirke, ich kann es nur immer wieder sagen, ich sitze hier leider hinter der Kamera, das macht's nicht einfacher. Nun wollen wir aber endlich anfangen, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, los geht's! Und den Beginn macht also Temple Run 2, ist ja noch relativ neu, relativ frisch, habe ich jetzt mal gegen Angry Birds ausgetauscht, da das einige von euch sehen wollten. Und wir wollen jetzt einfach mal schauen, wie es sich da so schlägt von der Performance her. Ihr seht schon, eigentlich überhaupt keine Ruckler am Anfang, sieht auch ziemlich gut aus auf diesem Display, denn das Display ist ziemlich kontrastreich für so ein LC-Display oder IPS-Display. Das gefällt wirklich sehr gut und ihr seht es ja eigentlich, keinerlei Ruckler, das macht schon ziemlich viel Spaß, aber ich meine, das war bei diesem Spiel hier auch zu erwarten. Klar, auch Temple Run 2 läuft nicht auf allen Geräten flüssig, aber doch auf den meisten. Es hat jetzt keine besonders hohen Anforderungen. Das macht es ja gerade so interessant. Hat ja auch in den letzten Tagen diverse Download-Rekorde geknackt und ist definitiv ein Spiel mit, ja, Sichtigkeitsfaktor. Also macht echt ziemlich viel Spaß, egal ob man jetzt springt oder hier so zur Seite geht. Aber ich denke, man hat es ganz gut gesehen. Die Performance ist hier natürlich erwartungsgemäß absolut super. Keinerlei Ruckler, macht echt Spaß. Und weiter geht's mit Dead Trigger. Das hat schon deutlich höhere Anforderungen als jetzt Temple Run 2. Ist ja doch ein ziemlich bekannter Ego-Shooter und wir wollen mal schauen, wie sich das HTC One S V da so schlägt. Das Ganze lädt jetzt kurz, sollte aber recht bald fertig sein. Ist es jetzt auch schon. Ich stelle hier jetzt mal die Lautstärke noch etwas hoch, damit man etwas vom Spiel an sich mitbekommt. Und ich zeige euch nur schnell, die Graphic Details sind natürlich hier auf High gestellt. Und wir schließen das Ganze wieder und fangen jetzt einfach mal an. Ich klicke hier Accept und wir schauen mal, wie sich das HTC One S wieder so schlägt. Ja, lädt jetzt natürlich ganz, ganz kurz. Aber gespannt bin ich, ob es auch hier wieder diese standardmäßigen kleinen 2 Mikro-Ruckler ganz am Anfang gibt, wenn man so losläuft. Das scheint ja bei allen Android-Geräten gleich zu sein. Schauen wir mal. Ja, ihr seht hier wieder dieser kurze Ruckler und hier kommt jetzt nochmal ein kurzer Mikro-Ruckler. Aber wie gesagt, das haben anscheinend alle Android-Smartphones, auch Android-Tablets, selbst mit deutlich besserer Hardware. Also das sollte kein Kriterium sein. Sieht aber jetzt bisher wirklich ziemlich gut aus, auch von der Grafik her. Klar, man merkt die vergleichsweise geringe Auflösung. Ich gehe mal etwas näher ran, damit ihr was zu sehen bekommt. Man merkt die geringe Auflösung schon etwas, aber ansonsten sieht das Ganze ziemlich gut aus. Ich denke, man hat es gesehen, läuft wirklich ziemlich flüssig, macht hier auch ziemlich viel Spaß. Mehr gibt es auch zu Dead Trigger 2 eigentlich nicht zu sagen. Und zu guter Letzt schauen wir uns jetzt also Modern Combat 4 an. Definitiv das Spiel mit den höchsten Anforderungen von diesen dreien. Und da gibt es ganz andere Geräte mit deutlich besserer Hardware, die hier so ihre Probleme hatten. Die ruckelten. Insofern bin ich und ich denke ihr auch jetzt ziemlich gespannt, wie sich das HTC One S V da so schlagen wird. Lädt jetzt natürlich alles kurz. Hier nochmal das Intro vom Entwicklerstudio, beziehungsweise das Logo vom Entwicklerstudio. Und wir fangen hier einfach mal mit der Kampagne an. Das Ganze lädt jetzt kurz. Was hier auch wieder auffällt, ist die vergleichsweise geringe Auflösung, zum Beispiel bei den Schriften. Das ist aber beim HTC One S V wirklich nicht so schlimm, muss ich sagen. Obwohl das nur WVGA hat, durch diese genialen Kontrastwerte und das helle Display, ja, wird das etwas kompensiert. Also ich hätte es mir ehrlich gesagt wirklich schlimmer und schlechter vorgestellt. Jetzt fangen wir einfach mal an. Ja, sollte man natürlich nicht einfach irgendwie so eine
Granate hier werfen. Aber nun gut, kann passieren. Aber ich denke, ihr seht schon, ich habe teilweise hier etwas Probleme, weil das Display, wie gesagt, ziemlich klein ist. Deshalb komme ich aus Versehen immer mal wieder auf den Granatenknopf. Wieder. Aber ich denke, man sieht eigentlich ganz gut, das Spiel läuft ziemlich flüssig. Also es gibt eigentlich kaum Ruckler und ich denke, wir können es hier eigentlich auch echt beenden, denn man hat das jetzt ganz gut gesehen. Klar, ich persönlich habe immer etwas Probleme, wenn ich dann wieder auf ein 4,3 Zoll Display stoße, einfach weil ich die 5,5 Zoll vom Note 2 gewöhnt bin. Aber wir haben hier eigentlich überhaupt keine Ruckler gehabt. Es lief ziemlich flüssig, ab und an so kleine Mikroruckler. Aber das ist meines Erachtens nicht der Rede wert. Also das macht sehr, sehr viel Spaß. Zum Schluss vielleicht noch ein kurzes Fazit. Das HTC One S4 hat sich mehr als wacker hier beim Gaming geschlagen. Man muss natürlich immer bedenken, dass hier deutlich weniger Pixel gerendert werden müssen als bei anderen Geräten. Sprich, wir haben nur WVGA und nicht etwa eine HD-Auflösung. Das führt natürlich dazu, dass einige Games gerade bei dieser sehr, sehr guten GPU ziemlich flüssig laufen. Aber es eignet sich wirklich hervorragend zum Gaming. Das Einzige, was teilweise etwas stört, ist die niedrige Auflösung, wird hier aber durch die Kontrastwerte und das helle Display wirklich recht gut kompensiert. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder einmal bei euch fürs Zuschauen, hoffe auch dieses Video hat euch gefallen und sage wie immer Ciao, bis zum nächsten Mal.